In Deutschland leben 2 bis 3 Millionen Menschen mit chronischer Herzschwäche. Die Symptome sind der häufigste Grund für Krankenhauseinweisungen. Jedes Jahr müssen mehr als 370.000 Patienten im Krankenhaus behandelt werden. Fast 50.000 sterben jährlich an Herzschwäche. Zunehmend sind durch verschiedene Ursachen auch jüngere Menschen betroffen, akut oder chronisch. Die Hauptursache der Herzschwäche ist die chronische Durchblutungsstörung des Herzens, die zu einer Pumpschwäche führt. Es ist aber auch der Bluthochdruck, der eine Volkserkrankung darstellt. In selteneren Fällen können Entzündungen, die übergangen worden sind, die man möglicherweise gar nicht wahrgenommen hat, zu einer Schwäche des Herzens führen. Das schwache Herz stellt bei zunehmendem Alter der Menschen ein wachsendes Problem dar, das es zu diagnostizieren und dann konsequent zu behandeln gilt. Herzschwäche ist keine Diagnose, sondern ein Komplex verschiedener Symptome. Die Behandlung der Herzschwäche ist ja nicht die Behandlung der Diagnose Herzschwäche, sondern es wäre viel günstiger, die Ursachen der Herzschwäche zu erkennen und die Ursache zu behandeln, die dann auch das Symptom Herzschwäche verbessert.